denke ich jetzt mal. So, hab's gerade mal ein bisschen geprüft. Mit der Aufnahme ist alles wunderbar in Ordnung. So, dann muss ich hier nach oben. Und jetzt nach rechts und dann dafür komplett geradeaus. Sollte aber schicken. Das Ding auf unserer Seite zu haben, ist vielleicht nicht verkehrt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in seiner Nähe sind. Sind auch wieder einigermaßen voll. Ich will natürlich hier alles nochmal angucken. Hier ist noch eine Rosie. Schade, warum kann ich da nicht durch? Sieht nämlich aus, wenn es da vielleicht ein Secret geben würde. Aber na gut. Hat er eine Little Sister dabei? Nein! So, der ist jetzt auf unserer Seite. Jetzt können wir auch ein bisschen hier rumlaufen. Frisst natürlich ein komplettes Eve-Gedönse. Schon klar. Ich brauche darüber nicht nachzudenken, so schlau bin ich. Vom Meeresgrund sind Bäume und Sauerstoff natürlich alles, was du hast. Und dementsprechend solltest du auch die Natur stark respektieren, was der Mensch, gerade wenn es um Wirtschaftlichkeit geht, ja ganz gerne mal vergisst. Ne? Wenn etwas zu teuer ist, dann muss die Umwelt dran glauben. Die gibt es ja noch ewig. Tja, blöd gelaufen. Nein, gibt es nicht. Aber wenn es Atmen Kohle kostet, dann wird es halt irgendwann doof laufen. Das stimmt. Hier gibt es noch was. Hier gibt es... Ja, hacken wir mal. Dann wird das ganze Zeug auch ein bisschen billiger. Muss halt nur machen, dass ich schnell hinkriege. So, jetzt brauche ich eine Linkskurve. Dann geradeaus. Super, dann brauche ich hier noch eins geradeaus. Dann brauche ich eine nach oben Kurve. Super. Dann kommt das hier und das hier und dann fertig. So. Kann ich irgendwas holen? Habe ich 6. Davon habe ich genug. Napalm habe ich auch. Hab aber noch kein... So, Daddy. Lass mich mal durch. Okay. Ich finde das mit den Big Daddies eigentlich sehr, sehr geil. Meine Bäume! Das warst doch nicht du, oder? Nein, Ryan. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Bäume retten kann. Es ist ein genetischer Vektor, der... Oh, wem erzähle ich das? Könntest du eine rosa Gallica für mich finden? Suche in der Grotte. Ich muss weiterarbeiten, solange noch Zeit bleibt. Alles klar. Die ist mir schon gleich sympathisch. So, der Big Daddy macht das schon. Tja. Supi, wir müssen so eine Gallica finden. Da müssen wir sowieso später noch hin. Was haben wir denn hier? Als wir hier ankamen, fing Marsha sofort an zu schreien. Mama, Mama, was ist das? Was ist das? Ich dachte erst, sie hätte so eine Art Anfall. Und dann wurde mir klar. Nein! Bäume! Sie hatte noch nie zuvor einen gesehen und hielt sich für ungeheuer. Oh Gott, vielleicht hätten wir niemals hierher kommen sollen. Pass auf,
Ich tritt doch nirgends hin, du olle Zippe! Oh, der hat mich jetzt gerade zur Seite geworfen. Das ist schön. So, der Big Daddy passt auf uns auf. Was haben wir hier? Die Sicherheitslücke Tonicum passt die Temperatur ihrer Epidermis dahingegen an, dass die Sicherheitskameras und Geschütze verwirrt und ihre Reaktion entsprechend verzögert. Brauche ich aber nicht. Das finde ich dann ein bisschen zu viel. Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? So. Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig. Ja, der Markt ist nicht geduldig. Es geht einfach darum, dass es der Mensch nicht ist. Wenn er nämlich etwas Neues hat, will er es nämlich immer gleich bis zum Überfluss aufsetzen. Und da ist der Mensch halt wie ein kleines Kind, egal wie alt und wie reif und aus welcher Gesellschaftsschicht er ist. Es ist einfach menschlich. Von daher ist es scheißegal, lieber Ryan, was du willst oder was du hältst von dem ganzen Geschiss. Geht denn da auf die Fresse, das Ding? Ja super, der Big Daddy hat es jetzt kaputt gemacht. Ja, da. Ist natürlich schade, weil normalerweise könnten wir die Dinge eigentlich auch für uns arbeiten lassen, aber... Oh, was geht denn hier ab, ey? Ich bleibe jetzt einfach mal hier und werde den... Alter Schwede. Wenn wir den Big Daddy jetzt nicht hätten, na gut, dann hätten wir wahrscheinlich auch den anderen Geschiss, das andere Geschiss nicht. Geschiss nicht. Dem Big Daddy aber ein bisschen helfen. Oh, diese Kackkamera. Diese beschissene Kamera, ey. So, wir müssen nach da unten. Das ist doch schon mal ganz gut, dass da schon ziemlich viel freigeräumt ist. Super. Noch eins nach da, dann so ein Teil und dann gucken wir mal, ob wir noch so ein Grades finden oder ob ich da ein bisschen tricksen muss. Nee, eins finden wir noch. Supidupi. Boah, meine Güte, das ist ja hier ein Krach. Das ist doch nicht mehr normal. Big Daddy, der ist jetzt auch nicht mehr lange auf unserer Seite. Ein Film. Nicht zu glauben, wie sehr sich alles verändert hat, seit ich seine Praxis verlassen habe. Ich kann Rancher fast nicht wiedererkennen. Sie sollen Leute auf dem Apollos quer eingekesselt haben. Ich habe Ryan gefragt, wie er Unschuldigen so etwas antun könne. Er sagt, Katze, miau. Unschuldigen? Wenn sie sich nicht dafür entscheiden, Rancher zu verteidigen, dann stehen sie auf der Seite von Atlas und seinen Schergen. Es gibt also keine Unschuldigen. Okay. Es gibt nur Helden und Verbrecher. Ja, ja, natürlich. Helden und Verbrecher, natürlich. Das sind Ryans Worte. Aber Ryans Worte sind halt auch ganz schnell mal für'n Arsch. Komm
Komme nicht mit deinem Gejammer über die Kräfte des freien Marktes und glaub ja nicht, ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz zeigen. Wenn dir nicht gefällt, was Fontaine macht, dann schlage ich vor, du machst dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. Ja, ich weiß von der Abriegelung der Stadt. Das ist lächerlich. Gib mir nur eine Minute. Die ersten Lazarus-Tests waren sehr vielversprechend. Wenn diese Gallica-Rosen blühen, sind wir im Geschäft. Herrgott nochmal. Hey, die Abriegelung. Oh ja, gut, ich verschwinde. Jemand muss nochmal zurückkommen und nach diesen Proben sehen. Sie sind extrem wichtig. War das gerade die Stimme von Milhouse? Den als Frauenstimme einzusetzen, ist schon irgendwie nicht so geil, ne? Also finde ich, finde ich natürlich super. So, wollen wir mal gucken. Körpertonikum. Verbandskasten verleihen etwas mehr Gesundheit. Jedes Mal, wenn sie etwas hacken, erhalten sie wenig Gesundheit. Und Eve ist auch nicht schlecht. Plasmide verbrauchen weniger Eve. Das ist schon mal richtig. Was Besseres habe ich aktuell nicht. Reduziert die Fließgeschwindigkeit beim Hacken. Verringert die Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Geschützen, Bots und Kameras. Ja, zwei Überlastungsplatten weniger beim Hacken. Gibt es da noch irgendwas Besseres? Safecracker, Hacker Focus. Habe ich doch schon drin. Shorten Alarm? Nee. Super, was haben wir hier? Schraubenschlüsselschaden. Ich habe aber nichts Neues. Okay. Gut, hier können wir den Botsch abschalten. Hier können wir nochmal nach oben. Aber nee, können wir nicht. Hier kann ich mich nur ein bisschen schützen. Weil ich glaube nämlich, wenn wir so ein Ding nehmen, geht's rund. Ich bin hier. Ich bin hier. Ach. Du musst mir auch gar nicht helfen. Die Bots machen das schon. Oh, bin noch hier, Mausebein. Hm? Guck mal, bist von beiden Seiten durchlöchert. Na, komm her. Verdammter Sicherheitsdienst. Supi, die Bots sind auf meiner Seite. Freut mich, ich freue mich. Super. Das ist doch schon mal gut. Können natürlich mit den Kontaktminen, können wir das ein oder andere Schlachtfeld vielleicht sogar... schon mal vorbereiten. Ich gucke immer nach irgendwelchen Sachen, die vielleicht glitzern. Gatherer's Garden. Wir haben kein Item mehr. Scheiße, wir haben ja letztens schon alles ausgegeben. Gut, müssen wir zurückgehen und der ollen Troller die Blume bringen, wenn das überhaupt was bringt. Also bringen wird es wahrscheinlich. Was aber ich befürchte, dass uns der Ryan da vielleicht ein bisschen zwischenfunken wird. Hi! Alter! Ups. So, ist jetzt die Frage, hat der Big Daddy eine Little Sister dabei? Ja.
So, wir können sie natürlich, wie gesagt, ausbeuten. Aber wir wollen sie ja retten. Hab ihr im Discord nachgefragt. Doch, Bitchlap! Bitchlap! Super. Bitteschön. Ups. Das sind unsere Kontaktminen. Okay, wir können also nicht von unseren Kontaktminen erwischt werden. Das wollte ich eigentlich testen, habe aber vergessen, dass das eine nicht unsere Kontaktmine ist. Doch, doch, doch. So, ich will doch nur in... Ich will doch nur hier hin. So, wir haben wieder 80. Super. Körpertoniker, Techniktoniker. Ich glaube Körpertoniker-Slot war das. Super. Ist jetzt die Frage, ob das was bringt. Ich habe nämlich kaum noch Gesundheit. Super, da habe ich die Eve-Spritze doch noch gesehen. Gibt es hier noch irgendwo einen Händler oder so? Du kannst mich mal, du dreckiger Lümmel. Ansonsten gibt es hier halt nichts, ne? Das sind nur unsere Konten. Ne, das sind falsche. Das sind die vom Big Daddy. Und unsere sind halt woanders. Lime. Puh. Leute, ich habe richtig Probleme gerade. Ich brauche einen Händler. Da. Nee, hier kann ich nur Muni kaufen. Obwohl, wie viel Kohle habe ich denn? Vielleicht könnte ich ja... Antiperson hat er nicht. Gut. Dann halt nicht. Ja, bitte. Ja, sehr gut. Perfekt. Komm hoch in dein Büro. Ich lass dich jetzt rein. Ein neues Techniker-Hacking-Expert ist das originale Hacker-Smart-Gain-Tonikum, das den Alarm abschaltet und dabei hilft, Kurzschlüsse zu vermeiden. Dieses Plasmid aus der Hexmalt-Reihe ist ein absolutes Muss für jeden. Eine Alarmplatte und eine Überlastungsplatte. Nee, das war... Profillösung. Ich glaube, das müssen wir alles noch mal. Verdammten Ort, denn nichts, was diese Ungläubigen nicht stehlen. Papierhandlicher, Tintenfässer, Zaubernüsse, Chlorophylllösung. Sogar meine alten Ausgaben von National Geographic. Damit schmücken sie ihre winterlichen kleinen Schreine, schätze ich. Diese kranken Idioten. Diese kranken Idioten. Cool. Patronenhülle. Hacken. Hacken wir jetzt mal. Na gut, ich hätte mich vielleicht heilen sollen, bevor ich den...